schwöre auf alles, die Stimme zur Para-Ink. Para-Ink! Ich wecke Geister mit Geräuschen. Echo Vox, Spirit Box. Noch vor einem Jahr waren wir oberkrasse Underdogs. Was? Es gibt gar keine Geister, was laberst du? P zu dem I, bring dir Realtime EVP. Ich hab'n Schatten als Begleiter, schwarz ist die Nacht. Fürchte weder Tod noch Teufel, weil Gott über mich wacht. Ich wurde ausgelacht, weggedisst, ausgegrenzt. Doch mein Wille war zu stark, abgeblockt, ausgebremst. Es ist mein Leben, meine Wahl. Ich spreche lieber mit den Toten, Alter, das ist meine Wahl. Das ist paranormal, phänomenal. Ein Geisterjäger, der rappen kann, Digga, das ist abnormal. Ich bin stolz drauf, grün ist mein Blut. Ghost Hunter, Rockstar, ich bin nicht wie du. Klar bin ich anders und das ist doch gut so. Nachts jag ich Geister, Alter, was machst du so? Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, eine Entität. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kampf mit den Dämonen, Final Destination. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, deine Entität. Immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird. Immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird. Para-Ink! 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 Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Para-Ink, die Geisterjäger. Heute nehmen wir euch mit an einen Ort, der sich vor Sagen und Gerüchten kaum retten kann. Der Würgengel. Einst ein altes Bergwerk, welches 1944 geschlossen wurde, heute ein Lost Place mit vielen Geschichten. Es wird gesagt, dass früher eine Familie dort lebte, dessen Tochter namens Anna die Eltern bei lebendigem Leib gefressen haben soll. Das Mädchen wurde laut Sage an der alten Eiche an der Straße aufgehängt. Des Weiteren hat sich ein Jogger genau an dieser Eiche das Leben genommen. Anna soll man angeblich nachts an der Eiche hängen sehen. Außerdem sagt man sich, dass man bei Nacht den Jogger laufen sehen soll. Annas Vater soll des Nachts dort gesichtet werden können. Er trägt einen schwarzen Mantel mit Kapuze. Alles in allem ranken sich viele Geschichten um diesen Ort. Hotspot auf diesem Gelände soll ein kleines Betonhäuschen sein. Dort soll man nachts Geflüster und eine Frau weinen hören. Die große Frage war, was ist Fiktion? Was ist Wirklichkeit? Unser Team machte sich auf den Weg, für euch die Wahrheit herauszufinden und ging dabei ans absolute Limit. Da ist der Frank in der nächsten Episode Parallel. Ja. Sehr cool. Sehr geil. Kann dir mal Licht machen? Aber das ist nur ein kleiner Raum dahinter. Ah ja, okay. Das ist eigentlich nur ein kleiner Raum. Das ist nichts weiter. Ich mach das Display jetzt mal weg, damit es nicht auf dem Backen liegt. Das wäre blöd. Wenn der abbricht, dann habe ich nämlich... Ah, geht schon. Ich muss einfach mal ein bisschen weinen. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ja, die ist was. Ja. Ja, gut, wenn die ganze Zeit... Ich habe ja noch einen von Rick. Wunderbar, ne? Wenn ich das so halten kann. Ja. Sicher, dass jemand Haus drauf stand? Also ich habe es zwar auch nur gehört, aber... Ja, doch. Aber der soll das eigentlich... Das wäre ja auch ganz schön klein eigentlich, ne? Ja. Stimmt, nee, das kann es nicht sein. Das war auch ein flacheres Fundament gewesen. Aber da vorne, das kann das auch nicht sein.
Also ich glaube, da sollten wir noch ein bisschen Recherche machen, ja, bis morgen Abend. Definitiv. Dass wir das alles wissen. Drauf treten oder so. Und vielleicht machen wir mal ein Stück auch noch mal nach da hinten. Weil diese Schlucht, die sieht eigentlich so aus, da, dass das da das Abbaugebiet auch zum Teil noch auch war. Weil was haben sie? Kupfer, Eisenerz, also hauptsächlich Eisenerz haben sie da hier gefördert. Ja. Jo, und welche Richtung wollen wir? In die Richtung. Wollen wir uns das da vorne erstmal angucken, da das andere Fundament? Ja, hätte ich fast gesagt. Und dann eventuell vielleicht auch nochmal nach dahin. Kann man da reinleuchten? Sieht eher aus wie ein Tierbau. Ne? Was ich vermisse auch noch, ist der Eingang zur Grube, wo oben drüber Würgeengel steht. Das ist an der Straße. Das ist an der Straße. Das haben sie aber auch zu spät erst mitbekommen. Nee, da ist nur so ein kleines Schneeballschlag. Guck mal, hier war mal hier noch was. Ja, das könnte natürlich auch sein. Kannst du mir vorstellen, dass das ein alter Belüftungsschacht ist? Siehst du den Kopf da drin? Ne? Dass das vielleicht der alte Belüftungsschacht war. Das kann sein. Jo Leute, wie gesagt, das ist jetzt halt hier keine Location, wo man zig Häuser oder keine Ahnung viel zu sehen bekommt, aber die Geschichte reizt einfach zu sehr. Und wir müssen natürlich hier gucken, was hier abgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier nachts auch schon eine Hausnummer ist. Ja? Nicht nur wegen der Kälte, sondern auch wegen den ganzen Geschichten, die es gibt. Und wir werden gucken, was davon stimmt und was davon einfach nur ja, eine Legende ist. Genau, so machen wir das. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was filmen können. Und dann hoffen wir, dass wir morgen Abend hier ein bisschen was einfangen können. Ja, also die Episode lebt definitiv durch die Legende. Durch die Legende, ja. Definitiv, weil so hast du ja jetzt nichts Visuelles, wo du sagen könntest, wow, unheimlich. Das müssen die Ergebnisse morgen hier abschmeißen. Ja. Das wird was, glaub mir. Ich spüre das, dass hier was ist. Ja, ist schon ein komisches Bauchgefühl. Ja, also ich kann mich da auf mein Bauchgefühl gut verlassen und hier ist definitiv irgendetwas. Also wir werden auf jeden Fall hier oben eine Sitzung machen. Ja, definitiv. Unten eine Sitzung machen. Hier ein Stativ für Kamera reinhalten, würde ich sagen. Richtig. Zur Überwachung. Ja. Ist zwar nur so ein kleines Kabäuschen, aber man weiß nicht, was man da drin gemacht hat. Eben. Weil in diesem Video, da hat er einen ein Foto geschossen. Ja. Gut, da war der scheiß Gitter noch nicht davor. Ja. Und da hat er irgendwas, hat es eingekreiselt, also da war definitiv was. Ja, interessant. Hat man ganz deutlich gesehen. Ja, super geil. Gut, dann holen wir mal das Gedönst. Ja. Genau, den wollte ich auch noch haben. Jo Leute, auf unserer Suche ja, haben wir jetzt quasi was gefunden, was auf ja, den ersten Anhaltspunkt schon mal deutet, weil wir gelesen haben, dass hier satanische Messen abgehalten werden. Haben wir jetzt das hier gefunden. Ein Pentagramm. Also es scheint tatsächlich zu stimmen, dass hier irgendwelche Leute Sachen tun, von denen sie lieber die Finger lassen sollten. Krass. Definitiv.
Jo, ich habe mich gerade mit Markus nochmal unterhalten. Und wie war das mit der Kreuzung? Ja, früher hat man gesagt, dass man Sachen eher rufen kann, wenn man ein Pentagramm auf eine Kreuzung legt. So kenne ich zumindest. Weil eine Kreuzung ist ein Kreuz. Und wenn du ein Pentagramm drauflegst, muss man nochmal genau nachlesen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, ist schon lange her, wo ich das gelesen habe. Stehen hier definitiv auf einer Kreuzung. Ja. Also es ist schon heavy, muss man ganz ehrlich sagen. Und man fühlt sich auch definitiv ungut hier, finde ich jetzt. Mhm. Und wie still, gell? Ja, hier ist nichts. Ja, auch so Tiere oder? Ja, gleich, gerade ganz leicht ist so, wie so ein Tini, so ein Piep ins Ohr. Wir sollten auf jeden Fall mal gucken, wo dieser Weg hier hingeht. Vielleicht liegt das Pentagramm wirklich nur wegen der Kreuzung hier. Oder es hat echt was mit dem Weg da hinten zu tun. Ja. Das könnte sein, dass hier auch mal ein Eingang war. Siehst du die Steine drum rum? Aha. Ja, das waren die Jungen auch nicht so. Das sind alles Bomben gerade. Die Katze ist verloren. Das ist doch hier eine Nee. Wie tot. Klappt? Ja. Ich bin doch graziell wie eine Katze. Irgendwas guckt da raus, ja. Da steht irgendwas drauf oder so. Boah, also hier geht auch nochmal ein Weg lang, aber ich glaube, den sparen wir uns. Ich werde mir das heute noch mal über Google Earth angucken. Aber hier, dieser Platz, glaube ich, geil für eine Sitzung. Ja. Aber da, wenn wir uns dran. Ja. Der ist echt gut. Der ist echt gut. Ich kann das alles gerade gar nicht zuordnen. Ja. Glaube ich dir. Also, ich habe nur das Gefühl, hier ist ein richtig guter Ort. Das erste Mal. Also ich fühle auch das eine oder andere. Ja. Mein Bauchgefühl lässt mich da, glaube ich, auch nicht hängen. Ja. Ja, ist schon heavy. Das kann man nicht anders da sagen. Ja. Wenn so ein paar irgendwann nicht mehr klappt, nennen wir uns die Ghost Sondler. Die Ghost Sondler. Der Schacht ist komplett eingestürzt. Da oben ist auch noch ein bisschen Beton. Ja, der Schacht ist eingestürzt. Aber am besten so ein bisschen rumsuchen. Ja, gleich, wenn ich weiter vorne bin. Ja, wird schon Hausnummer heute Abend. Das wird schon eine Hausnummer. Ja. Hi Leute, auch von mir nochmal ein fettes Willkommen zur zweiten Episode von Staffel 4. Ja, die wichtigsten Daten und Fakten habt ihr bereits von Doro vorab bekommen. So viele Geschichten, die einfach unglaublich wirken, uns aber magisch angezogen hatten. Praktisch für uns war, dass Markus in der Nähe des Wirkengels auch Familie hatte. So bekamen wir aus erster Hand diese ganzen Storys erzählt, die einfach unglaublich wirkten. Also starteten wir mit unserem Gastermittler Frank in eine -5 Grad kalte Nacht, an die wir uns alle noch sehr lange erinnern sollten.
Hier habe ich zur Not auch noch das Ladegerät mit. Das Auto ist ausgestattet. So. Jo, Frank, jetzt bist du das erste Mal hier in unserem kleinen Irrehaus mit dabei. Mhm. Freust dich? Ah ja, super. Ja? Na klar. Ja, wir freuen uns auch schon mega. Ich meine, haben wir uns ja jetzt schon ein paar Mal drüber ausgetauscht. Was denkst du, was heute Abend hier passieren könnte? Ich meine, du hast jetzt 24 Stunden Zeit gehabt, dir Gedanken zu machen, wie das heute Abend hier laufen könnte. Ich wollte mir ehrlich gesagt gar nicht mal so viel Gedanken machen, ne? Darüber. Na gut, wir waren ja gestern schon hier und da hatte ich ja auch das Erlebnis da hinten schon mit dem Piep im Ohr und so weiter. Hm. Und dass mir ein bisschen schwindelig geworden ist. Ich habe übrigens auch, wo ich heute die Aufnahmen von gestern ausgewertet habe, das hat das Mikrofon, wie gesagt, auch noch nie gemacht. Ich hatte ein richtiges Knacken drin. Okay. Ja, in der Aufnahme. Aber ich lasse mich überraschen. Jo. Der Asi Heimer ist auch am Start hier. Ja, immer. Mit der ultra, ultra brutalen Mütze. Ja. Danke an das Team. Ja, Mann. Ist heute gesponsert worden. Hat Asi heute von mir und von Doro bekommen. So, Ruschitzer ist auch am Start. Na klar. Der Markus. Und die Budi Laura. Hallo. Leute, zieht euch warm an. Es könnte sein, dass man ihren Hintern heute wieder sieht. Ja? Wollen wir es gleich machen, damit wir es hinter uns haben? Na komm. So. Ja, was für ein Skandal! Skandal! Skandal und Hosen. Nee, Budi Laura. Hä? Skandal um Laura. Und Budi Laura. Budi, 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 Budi. Das ist eine richtige Karte. Ja. Ordentlich toll. Ja. Boah, das blendet doch. Ja, da wird das auch gleich mal die Sirke. Du putzt mir die Augen. Oh. Ja. Gut. Ja, ohne das Ding sind meine Herr hier beim Laufen. Kannst du noch nur mal ein bisschen runterschrauben? Ja, ja, klar. Gibt's nichts, glaube ich, gell? Ha? Weit und breit gibt's da, glaube ich, nichts. Doch, doch. Du meinst, was wir untersuchen können, oder? Nee, ich meinte da oben, Licht. Wenn wir da oben angekommen ist, Licht. Hier gibt's Licht gar nichts. Gar nichts. Hier gibt's nichts. Ich meine, wenn wir jetzt alle unser Licht ausmachen, dann siehst du ja nicht mal mehr die eigene Hand in den Augen. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir nachher in Dreierkrüppchen unterwegs sind, ist die Kamera definitiv hier Gold wert, dass keiner aufs Maul fällt. Und der, jetzt, wenn alle mal still sind, wie sie hören, der Frank hat ja auch hier einen riesen Strahler drauf. Ich mach ja, Mann. Heftig, ey. Das sind 30%, was wollt ihr? Das sind 30%, was wollt ihr? Ach, ist das schön, euch mal alle im Bild zu haben, du. Hier, das ist ja wie Urlaub heute. Hey. Das ist ja echt wie Urlaub. Mein Handy ist im Auto. Ja, mein Sohn. Jo. Ich komme mir vor wie auf dem Fußballfeld. Genug jetzt hier gesmalltalkt. Läuft. Hey Leute, grüßt euch. Was geht ab bei euch? Jo, es ist wieder soweit. Es wird neongrün. Eine neue Episode Paraeng, die Geisterjäger erwartet euch. Und Leute, heute Abend trauen wir uns echt was. Ja? Macht's Internet auf und gebt einfach mal ein, der Würgeengel. Ja? Und dann findet ihr quasi die Location, an der wir uns jetzt gerade hier getroffen haben. Und es gibt Geschichten en masse über diesen Ort. Die eigene Jugend traut sich hier nicht hoch. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, was dahinter steckt. Das Fernsehen war schon hier gewesen und hat nach Geistern gesucht. Aber dass die nichts finden, ist uns klar, weil die unterhalten sich halt auch nicht mit jedem Vollidioten. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Und wir probieren es heute Abend auf unsere Art, auf die Paraeng-Art und gucken, was dabei rauskommt. Wir haben heute Abend natürlich auch noch einen Gast dabei, unseren Frank. Als Hi. Gastermittler und Kameramann heute Abend bei unserem Start. Und das heißt, wir machen mal so ein ganz cooles Spielchen, das nennt sich, heute ist Frank unser Gast auf dieser Location. Und in der nächsten Episode sind wir bei Frank zu Gast. Und wo wir da hingehen, verrate ich euch jetzt nicht. So, Lacher werden eingespielt. Also Leute, ja, also hier soll sich echt einiges abgespielt haben. Die Infos werdet ihr jetzt quasi schon aus unserem Fanclub kennen oder von der Hauptpage. Wird alle schon dort gestanden haben. Wir sabbeln gar nicht lang. Ihr wisst, was hier abgegangen ist. Ja, wir haben Respekt vor dem Ort, aber keine Angst. Und werden gucken, was heute Abend uns erwartet. Und was euch erwartet. Ja, also wie gesagt, es gibt die krassesten Stories von einem Jogger, der sich hier unten an der alten Eiche aufgehängt hat. Gut, ist belegbar. Ist definitiv mal passiert, aber es wird erzählt, dass der Jogger hier nachts rumrennt, ja, und sogar neben einen hinterherläuft und einen dabei anguckt und was weiß ich, was es nicht noch alles für Storys über diesen Ort gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Fiktion, was ist Wirklichkeit? Jo, das war definitiv Fiktion
Und die Wirklichkeit ist, dass wir jetzt quasi hoch auf den Berg gehen, um da die erste Sitzung zu machen. Und ihr seid live dabei. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. So, und jetzt ist der Marc mal der Kameramann und geht nochmal reihum. Are you ready, Frank? Ja, selbstverständlich. Ja? Laura? Servus, aufgeregt. Asi? Immer doch. Wo ist jetzt da? Jetzt geht's los. Markus? Kann losgehen, genug gefilmt. Alles klar. Und los geht's. So, ich übergebe wieder an den Kamerameister. Ich glaube, ich habe noch Auto. Ja, dann geh lieber nochmal gucken. Hier ist noch eine Cam, die ich vielleicht noch mal jemanden. So, passt auf die Stufen auf. Ja. Ah, sie läuft schon? Ja. Genau, Laura guckt den Klappen. Ja. Kurz, Stufe. Ja, danke schön. Achtung, hier kommt auch so eine Stufe. Also wie gesagt, keine Ahnung, ob das Spuren vom Bergwerk sind oder Bohrungen oder wie auch immer, keine Ahnung. Dann ist hier drauf, das ist mega steil. Geht's? Also das ist ein Konzept. Danke, danke. Starthilfe. 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 Ich nehme beides, weil glaub mir, das ist nicht ohne. Das ist das Kabäuschen, wo man sie nachts weinen hören soll. Das Betonhäuschen wird im Internet als der Hotspot gehandelt. Es finden sich unzählige Berichte und Fotos, die natürlich echt neugierig machten. Aber ich muss euch auch direkt schon am Anfang auf etwas aufmerksam machen. Guckt euch doch mal genau den Boden an und ob ihr da irgendwas erkennen könnt. Denn nur 20 Minuten später sollte diese Stelle bei uns für einen kleinen, aber feinen Alarmzustand sorgen. Kategorie, wenn das Herz in die Hose rutscht. In der nächsten Szene folgt auch direkt die erste EVP. Willkommen am Würgengel. Ja, am Start, ne? Ja. Was ist denn der Windwetter? Das ist einfach nur ein ganz kleiner Raum eigentlich. Ich schätze mal, dass das irgendwie Wasserversorgung oder irgendwie so nach danach so 10 Prozent ist. Denke ich auch. Aber wo genau ist dieses Haus, wo das passiert ist? Das ist da unten im Fundament. Das ist ein Teil vom Fundament. Das heißt, das Haus hat vor dem Bergwerk hier gestanden. Ach. Und danach wurde das Bergwerk hier eröffnet. War da unten Schatten? Ich brauch den Strahler überhaupt nicht. Die Taschenlampen reichen. Nee. Ich kann auch wieder verzichten. Zeigen. Auf der anderen Seite. Dieses Bergbauzeichen. Ja, habe ich schöne dicke Handschuhe heute nochmal gekauft. Ich kann das natürlich, wenn ich das halte und alles auf. So, die Polaroids sind fit. So, das heißt, später habe ich gesagt, Team. Frank, Rudi, sag ich. Genau, das heißt, dass du bist am längsten im Team, kriegst du später. Okay. Ich würde sagen, jetzt noch nicht, nur dass ich hier vom Clip abfalle und wir sind dann hier später suchen müssen. Machen wir später. Da ist der Falle. Ah.
Also selten an einem Ort gewesen, wo man echt vorher im Internet schon so viel drüber lesen kann. Ich finde es halt schön, ich hatte ja überhaupt keine Zeit, um mich auf den Ort vorzubereiten, dass ich mal so echt ins Blaue gucken, was abgeht. Ja, also wie gesagt, das Internet ist voll mit Gerüchten, Legenden. Aber am coolsten finde ich immer noch, was heißt am coolsten, dass hier wirklich einige Autos nicht mehr angesprungen sind, nachdem die Leute hier wieder wegfahren wollten und die waren nur eine halbe Stunde hier oder so. Ich bin gespannt, wie es uns nachher geht. Ja. Aber sollte das so sein, haben wir es auf Kamera und ja, was wollen wir mehr? Dann würde ich sagen, da kommt der Assi. Soll ich den gerade aufstellen? Ja, kannst du machen. Ich mach's so scharf. Ich glaube, ich sehe, wie ich das ausrichten muss. Meine Taschen sind so voll. Meine Taschen? Wir können auch uns gerne abwechseln mit dem Tragen, gell? Nee, also hier guckst du wieder, ob es auslöst. Das ist schwer. Ja. Sehr gut. So rum, ne? Ey, das gibt's doch nicht. Was denn? Ich will das Feuer nicht. So viel. Ah, das kenne ich aber. Ja, also hier ist schon nicht. Also Leute, Plan für heute Abend sieht so aus. Wir werden jetzt erstmal eine Überwachungskamera stellen und die Geisterfalle stellen. Machen wir uns gleich mal Gedanken, können wir uns irgendwie mal besprechen, was ein guter Platz ist. Also ich hätte fast gesagt, dass Cowboys sind, überwachen. Ja. Ja? Ja. Und den du meinst mit diesem automatischen Foto auswählen? Genau, ja. Auf den Stein, oder? Das ist auch eine gute Idee. Richtung hier runter. Genau. Ja, finde ich gut, weil wenn wir nämlich jetzt hier die erste Sitzung machen, sitzt es nur da runter und nicht uns die ganze Zeit. Überwachungskamera müssen wir definitiv stellen. Mal gucken, wo wir die hinpacken. Und wir fangen an mit einer reinen EVP-Session. Hätte ich jetzt gesagt. Und machen dann weiter mal mit der Spiritbox. Nachdem die Spiritbox um ist, werden wir ein Dreierteam, zwei Dreierteams machen. Das erste Team sieht aus Laura, Roger, Frank. Und das andere Team sieht aus Assi, Markus und meine Wenigkeit. Dasselbe werden wir danach nochmal durchmischen. Und danach kann jeder alleine mal losziehen. Aber bitte halt nur mit Taschenlampe. Weil es geht hier noch richtig tief in den Wald rein. Das ist ja alles hier, ja, das Gelände. Aber ohne Taschenlampe bist du echt aufgeschmissen. Ja. Ja. Guck mal, hier geht es richtig tief runter. Ja. Ein falscher Tritt. Oh. Ich hab so einen Schrei gehört. Hab ich auch gehört. So, aus der Richtung. Ja. Das ist wieder. Das ist wieder. Was ist das? Ja. Alter, was ist denn das? Das ist doch kein Vogel. Das macht so. Das könnte ein Fuchs sein. Meinst du? Ja. Gucken, ob es nochmal kommt. Ja, sehr richtig. Frank hatte recht. Es handelte sich hierbei wirklich um Füchse. Und jetzt direkt schon zu Beginn wurde es richtig schräg. Aber ich will nicht so viel verraten, weil die Story nimmt jetzt ihren Lauf. Gut, da haben wir das geklärt. Ja, wie gesagt, ich freue mich auch am meisten, Helmo, alleine hier so ein bisschen unterwegs zu sein. Ihr könnt euch auch meine Kamera leihen, mit dem Strahler halt ganz runtergedimmt und die Kamera umgedreht. Ja, dann könnt ihr in der Hand das Stativ halten, das geht mit einer Hand, mit der Hand leuchten, so könnt ihr euch selber beim Laufen filmen, weil manchmal sind die Gesichtsausdrücke interessanter als das, was vor dir passiert. Also ich werde es mal so und mal so machen. Okay. Ja. Und Frank macht einfach heute Abend mal mit. Fragen stellen, was dir so einfällt hier zum Ort, kannst du einfach rausballern. Wir machen das immer so. Jemand stellt eine Frage, 10, 15 Sekunden Pause und wenn dann keiner irgendwas sagt, dann braucht man nicht sagen, kann ich jetzt was sagen, sondern dann stellst du einfach eine Frage oder Ruschitzer, Markus, Laura, wurscht. Jo, das war's eigentlich soweit. Ich bin jetzt mal echt gespannt, was hier heute rumkommt. Ohne Mist, ich bin echt gespannt. Was habe ich euch gesagt? Hör mal. Ab und zu hört man halt ein Auto, aber das war's dann auch, ne? Du bist hier mitten im Wald. Und der Fuchs, der kam von der anderen Seite, nicht von hier. Und das ist krass. Wenn ihr jetzt auf eure Handys guckt, könnt ihr sehen, was keiner mehr empfangen hat. Meinst du im Auto? Hatten wir auf dem Weg hierher schon nicht. Hier oben ist, hier ist tot, tote Hose. Absolut. Ja.
stellen? Oder? Ach so. Ah, wie folgen Sie mir? Das weg. Da war. Da ist ein Abgrund. Natürlich muss ich jetzt gucken, wie ich die stelle, dass die stehen bleibt. Die Böttchen hier. Stimmen gehört. Ohne Scheiß. Okay. Ich nehme noch nicht auf, schade. Hat echt Stimmen gehört. War teuer. Ich müsste sie eigentlich hier hinstellen. So müsste sie normalerweise stehen. Problem ist nur, warte mal, ich könnte das auch so probieren. Ha. Zack, und ich dachte mir nur, jetzt bist du im falschen Film. Frank? Ja? Ich hab schon meinen ersten Herzinfarkt. Warum? Ich will gerade in das Häuschen reingehen. Ja. Da ist ein Fuchs drin. Da ist ein Fuchs drin? Da ist ein Fuchs drin. Ein mausetoter Fuchs liegt da drin. Wir waren gestern hier. Also das ist ein Zeichen, Leute. Das ist ein Zeichen. Warum haben wir den eben nicht gesehen? Ja. Hier, ich will nichts sagen, aber gestern lag da keiner drin, ja? Nur mal so Nee, weißt Boden? Du, was ich mich gerade frage? Warum haben wir den eben nicht gesehen? Es hat doch eben. Schöne Frage, ich habe doch da reingeguckt. Ja. War das immer unleuchtet? Wo denn hier, könnt ihr das siehst mal? Siehst du direkt, wenn du reinguckst? Der lag aber eben da nicht, Marc. Ohne Scheiß, wir haben alle da reingeguckt. Nee. Ich war doch eben da drin. Nein, der lag gestern nicht da drin. Ich war direkt an der Schwelle und hab den Boden abgeleuchtet. Wir haben doch alle reingeguckt. Und ich meine, lieber siehst du da nicht. Hier. Der Frank war eben komplett drin. Ich war direkt an dieser Schwelle. Weißt du, was komisch ist? Nun, jetzt hat den siehst du sofort. Wir haben eben noch Füße gehört. Aber ganz frisch. Das ist heftig, ey. Ey, das kann doch nicht sein, Mann. Der lag gestern noch nicht da drin. Ich hab eben Herzschlag gekriegt, weil ich hab nämlich was gehört. Ich bin gerade echt geschockt. Ja. Ohne Mist. Der ist tot. Aber der hat definitiv da eben noch nicht. Alter, der geht genau da rein, wo wir uns reinsetzen wollten. Das ist doch nicht normal. Jemand wünscht, dass wir da reingehen. Ja. Erst guckst du denn da raus? Nee, auf keinen Fall, ey. Ich werde mich so ein bisschen um ihn rummachen. Das würde man auch riechen, wenn er länger da liegen würde. Ja. Na gut, bei der Kälte jetzt. Ja, das riechst du, eine Leiche riechst du ganz egal. Ja, aber trotzdem, ich bin bei der Feuerwehr. Eben noch Füchse gehört und jetzt auf einmal
liegt da ein Fuchs drin. Also sie lief die Kamera? Ja, ne? Sehr gut. Lief die Kamera auch, als wir reingeguckt haben beim ersten Mal? Ich habe doch reingefilmt, ich habe doch die Kamera reingehalten. Er ist nach mir rein. Also geh mal auf Stopp. Ja, Mann, Leute, unglaublich, aber wirklich Hand aufs Herz, genau so passiert. Waren wir doch keine 15 Minuten vorher noch an diesem Betonhäuschen gewesen und da lag definitiv kein Fuchs. Schaut euch nochmal genau die Aufnahmen von Assis Cam an. Leider hat er nicht den kompletten Boden gefilmt, aber wenn man die Bilder übereinander legt, kann man ganz genau sehen, Assi hätte den Fuchs drauf haben müssen. Wir hätten ihn sehen müssen, da war kein Fuchs. Doro hat noch ein paar Infos für euch. In Märchen, Mythen und Fabeln wird der Fuchs einerseits als kluges und flinkes Tier bezeichnet, andererseits aber auch als betrügerisch, hinterlistig und angeberisch. Er wird in den unterschiedlichsten Kulturen in unterschiedlichster Symbolik dargestellt. In der asiatischen Symbolik galt er auch als Bote oder Geist toter Seelen. Narrheit und Weisheit liegen beim Fuchs nahe beieinander. Ja, vielen Dank, Doro, für die Infos, die du uns rausgesucht hast. Außerdem ist uns aufgefallen, dass es sehr viele Berichte gibt von Leuten, die den Würgengel besucht haben und dort, ja, extrem große Kratzspuren beobachtet haben. Es existieren noch Fotos im Netz davon. Klar handelt es sich hier um ein Tier, aber welches Tier hinterlässt so große Kratzspuren? Und das, meine lieben Freunde, sage ich natürlich nicht ohne Hintergedanken. Schaut weiter. Assi, geh mal auf Stopp und guck mal, ob der da lag. Das interessiert mich jetzt. Ja. Ey, wir sind noch keine 20 Minuten hier oben. Das kann doch nicht sein. Also, so langsam falle ich vom Glaube ab. Ist mal ohne Spaß. Der sieht halt noch auch so voll warm aus. Weißt du, was ich meine? Guck mal, die Schnauze ist sogar noch nass. Hat die Ruschitzer gesehen. Ja, an dem Blatt ist es das feucht. Ist nass. Das kann nicht sein, dass das Blatt feucht ist. Ja. Oder das von der Nase abgetropft. Dann werden aber alle Blätter feucht. Also dann sind wir Blindfische, ne? Wenn der jetzt drauf ist, dann sind wir Blindfische. Dann sind wir Blindfische. Weil man aber sieht die Beine, den Schwanz sofort, wenn man reinkommt. Ich sag dir ganz ehrlich, dann bin ich beruhigt, weil jetzt gerade weiß ich nicht, was abgeht. Ich hab doch eben direkt an der Zwelle und hab's so abgeleuchtet. Deswegen hat's mich ja gewundert und ich hab dich gleich gerufen, weil ich dachte, ey, der Frank war doch da. Mal sieh's nach mir rein. Von ihm irgendwo die Kürze gehört, ne? Ja. Wie so ein, also klingt bescheuert, aber wie so ein Zeichen. So passt mal auf. Ja, nicht nur das, Leute. Das ist ein Platz, wo Leute satanische Sachen machen. Und das ist für mich jetzt das ist ein Opfer. Ohne Scheiß, das ist ein Opfer. Wer weiß, was hier heute Abend abgeht, Leute. Ja, der liegt da wie ein Opfer. Ohne Mist. Okay, da gehen wir jetzt hoch. Vorne, also wenn du reingehst, dass du den Boden gefilmt hast. Aber ich bin ja rein und habe definitiv, ich habe ja unten so abgeleuchtet. Hast du auch gefilmt? Können wir mal bei dir schauen, oder? Ach, schade. Nee, gefilmt habe ich nicht. Ach so. Ich habe nur unten abgeleuchtet und ich habe den Boden definitiv nicht. Ich habe unten auch abgeleuchtet. Ja, wie gesagt, den hätten wir definitiv gesehen. Also ich sehe von hier die Schwanzspitze, ich sehe von hier die Füße. Also den hätten wir gesehen. Sehe ich auch so. Ja, und der ist, wie gesagt, der ist noch nicht mal kalt, pass mal auf, der ist noch nicht mal starr. Schade, echt. Klar, schade um das Tier, aber wenn ich das Pentagramm da unten sehe und lese, was im Internet steht, kriege ich gerade echt. Ja. Zieht sich mit dem Haare zusammen. Mir auch. Bin gerade auch, wir haben sie dann. Was natürlich richtig krass wäre, ist, wenn ich rechtzeitig die Geisterfalle aufgestellt habe und du siehst den reinlaufen. Das wäre brutal. Wegen dem Hubbel hier. Du siehst nur den oberen Teil. Wenn er von da kam, ja, dann ist er drauf. Aber das, ey Marc, wenn du jetzt so reinguckst, das siehst du direkt, doch sofort. Direkt. Der Assi hat auch reingeguckt, ich weiß es. Dann mach doch mal kannst du die Kamera weiter runter machen, sodass man den im Blick. Also leider nicht. Oder ist scheiße, wenn du einen toten Fuchs findest. Ja. Weil es wäre natürlich cool zu sehen, vielleicht bewegt er sich nochmal oder so, weißt du? Ich habe den angestupst, der liegt. Also da geht nichts mehr. Ja, also, weil wenn der sich bewegen würde, wäre natürlich. Och man, der Arme. Ja, wie gesagt, das arme Tier definitiv, aber im Kopf schwirrt mir jetzt der ganze Scheiß drum, den ich gestern Abend gelesen habe, dass die hier Tieropfer bringen und sowas. Aber der sieht halt auch nicht so handig aus. Nur der Lieder, dass er jetzt gerade reingegangen ist. Dann sind die Leute, dass die Geschwister nicht so wieder da in die Hand.
Nein, das ist gar nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht da wurde das vielleicht so hingelegt. Die läuft? Ja. Sehr gut. Also hast du geguckt, ob die läuft? Ja, die läuft. Gut. Ich mache hier die Geisterfalle. Ja. Sehr gut. Komm. Die hätten immer ausgeleuchtet. Sehr gut. So, dann gönnen wir uns jetzt noch eine kleine Pause. Mhm. Und dann starten wir. Oh. Aber das ist ja schon mal ein Einstand hier. Der arme hier. Fuchs, ey. Ich finde das jetzt gerade so krass. Das direkt oh, aber Assi, war direkt hast du nicht reingefilmt? Ich habe reingefilmt, aber nicht aber den Boden. Nicht, okay. Nicht tief genug. Nur aber oben. Ich habe ja den Boden okay. Abgeguckt. Ich habe mir so reingeleuchtet und dann habe ich ja ins Gitter geleuchtet. Also, verstehst du nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Aber es ist halt schon krass, wenn der eben erst rein ist. Warum ist der dann jetzt, ne? Also, Also, wir haben ja auch Füchse egal eben gerade noch gehört, ne? Wir haben hier eben gerade noch Füchse gehört. So, der große Wagen. Finde ich irgendwie gerade so ein bisschen, weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin auch gerade am überlegen. Nichts Gutes. Nichts Gutes gegen die Füchse. Hat der Fuchs eine Bedeutung? Was gibt es denn für Orte auf diesem Planeten? Ich glaube, ich einen chinesischen Stern. Kann ich jetzt auch mal Video nehmen? Kann ich jetzt mal auf Bäume klettern? Nein. Soll ich das Ding auch mal live? Ja. Das Ding ist so ekelhaft, wenn du vergisst, wo es steht und läufst dann da rein. Ja, das Ding hat mich auch wieder auf der Spacken gemacht. So, hätte ich fast gesagt, Rock'n'Roll. So. Ruschitze, was geht dir durch den Kopf? Hm? Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt hier bist? Noch gar nichts, oder? Hm. So, würde ich sagen, kann ich dir vorgehen. Das Licht macht ja jetzt nichts, oder? Nein, das macht mir nichts. So, Assi kann direkt zur Schneeberparke, genau. Genau die Optik, das kommt gut. Oder stell dich doch hier hin, Assi. Weiß nicht, wen das für Licht ist jetzt. Mal gucken. Dann stelle ich mich so ein bisschen so. Ja, Mann. Ja, sehr gut. Dann ja, so passt, so passt. Ja, perfekt. Passt. So, EVP Nummer 1 am Wirkengel. Und wir sind gespannt, was heute Abend passiert. Aber wenn ich mich mal vorstellen darf, mein Name ist Marc. Ich habe heute Abend den Markus, den Frank, den Assi, die Laura und die Ruschitzer dabei. Wir sind vom Team Para Inc. Das sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber wir sind ein Team, was immer probiert, Kontakt zu verstorbenen Seelen aufzunehmen. Und wir haben uns heute Abend diesen Ort hier ausgesucht, weil wir so viele Sagen und Mythen gehört haben und jetzt wissen möchten, ob das stimmt oder ob das ganz einfach nur Geschichten sind. Von daher kann uns irgendjemand hören. Also das Gerät, was ich hier in der Hand habe, falls du das sehen kannst, mit dem roten Licht, darauf kannst du sprechen und wir hören dich quasi, wenn wir uns diese Aufnahme anhören. Dieses Licht ist mir bei der Auswertung direkt ins Auge gesprungen. Und ich musste erstmal überlegen, haben wir die Straßenseite gefilmt oder die Waldseite? Und es war tatsächlich die Waldseite, die wir in diesem Moment gefilmt hatten. Also kein Auto.
Also wir haben auch was von einem Jogger gehört, der sich hier unten an der alten Eiche aufgehangen hat. Ich recherchierte etwas im Netz und schaute mich ein wenig um, ob es irgendwelche Berichte oder Mythen und Legenden gibt, die irgendwas mit so einem Licht zu tun haben könnten. Und zack, Tatsache, gibt es eine Legende, die besagt, dass ein Bergmann dort oben rumlaufen soll mit einer alten Öllampe. Ja, und jetzt spult mal zurück und schaut euch das nochmal an und man könnte echt denken, das ist eine Öllampe. Der hier oben rumjoggen soll, dann soll er doch mal hierher joggen, weil wir würden den gerne mal sehen oder uns unterhalten. Weil mich würde interessieren, warum er sich umgebracht hat. Oder uns unterhalten, weil mich würde interessieren, warum er sich umgebracht hat. Kann doch nicht so schlimm sein, dass man sich umbringt, Mensch. Also bevor jetzt unsere anderen Mitglieder Fragen stellen, sage ich das letzte Mal, wenn irgendjemand hier ist, der uns sehen oder hören kann, dann soll er sich bitte jetzt mal bemerkbar machen. Schrei von mir aus laut, wenn du Wut hast oder lass irgendwas fallen oder schmeiß irgendwas durch die Gegend oder schmeiß von mir aus da unten die Kamera um am Häuschen, aber gib uns jetzt bitte mal ein Zeichen. Fällt, alle weg. Jetzt könnt ihr mal so rein um ein bisschen fragen, wenn ihr wollt. Hallo, ich bin die Laura und ich habe ein Gerät in der Hand. Wenn du dem zu nah, also wenn du nah kommst, dann schlägt er aus. Darüber können wir uns zum Beispiel unterhalten. Wenn du den einmal piepen lässt für ja, zweimal piepen für nein, dann kannst du uns auch ein paar Dinge mitteilen, wenn wir zum Beispiel Fragen haben und du möchtest darauf antworten. Stimmt es, dass ein Mädchen hier seine Eltern im Schlaf ermordet hat und ja, gegessen hat und die Reste hier unten an der alten Eiche aufgehangen hat? Stimmt das? Auto? Also wir wissen auch, dass hier ganz viele andere Leute herkommen. Wir wissen jetzt nicht, was die für Absichten haben, aber wir wollen uns definitiv mit euch nur unterhalten. Habt ihr eine letzte Botschaft vielleicht für uns Lebenden? Oder ist hier vielleicht irgendjemand, der in dem Bergwerk mal gearbeitet hat oder hier vielleicht auch verunglückt ist? Wenn das mit dem kleinen Mädchen stimmt, dann würde ich gerne wissen, wie das kleine Mädchen hieß. Falls du hier bist, kannst du uns deinen Namen sagen? Grigori Rasputin war ein russischer Wanderprediger, dem Erfolge als Geistheiler nachgesagt wurden. Aufgrund diverser Weihen höchster Kirchenkreise wurde Rasputin in Salons der Petersburger Gesellschaft und in verschiedene politische Zirkel eingeladen und bald als Wunderheiler berühmt.
Wir haben auch gelesen, dass es hier öfters mal Opfergaben gegeben haben muss. Stimmt das denn? Und wenn ja, warum machen die das? Ja, das würde mich auch interessieren. Hier unten liegt ein ganz großes Pentagramm. Wer macht sowas? Was hat das mit dem Fuchs auf sich, in dem Hütchen? Ist das eine Opfergabe gewesen? Frank, Anna hieß das Mädchen, ne? Können wir mit der Anna mal sprechen? Anna! Aber kein Piepen oder sowas, das wird nur warm. Nur warm. Boah, ist das arschkalt, gell? Mhm. Leck mich in den Tisch. Ja, ich würde sagen, wir horchen schon mal kurz rein, ob schon irgendwas gab. Als würde jemand laufen. Also das Gerät, was ich hier in der Hand habe, falls du das sehen kannst, mit einem roten Licht, darauf kannst du sprechen und wir hören dich quasi, wenn wir uns diese Aufnahme anhören. Also wir haben auch was von einem Jogger gehört, der sich hier unten an der alten Eiche aufgehangen hat, der hier oben rumjoggen soll. Dann soll er doch mal hierher joggen, weil wir würden den gerne mal sehen. Oder uns unterhalten, weil mich würde interessieren, warum er sich umgebracht hat. Da ist was, ja. Ja, so ein Flüsterstimme. Irgendwas so. Da, genau da. Ja, so. Ja, für mich hört es eher an wie Mark. Ja. Ja, Mark, Armen oder sowas. Mhm. Gut, werden wir bei der Auswertung hören. Also da ist mindestens was drauf, was da nicht rein gehört. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Auf die bin ich gespannt. Mhm. Die habe ich mich schon seit gestern gefreut. Spirit Box. Ja, Mann. Das hast du mal live erlebt. Ich bin mal gespannt, was das Mikrofon hier ist. Das ist auch noch mal eingefangen. Das ist so fein. Ich hab erst gedacht, das Ding hat ausgeschlagen, aber wenn du dich zu hektisch bewegst, ja, dann ja, das wusste ich gar nicht. Ja.
Ja. Aber ja, wir sind ja noch lang her. Ja. Oh, das ist ein Fuchs, Alter, gell? Ja, der lag jetzt schon wirklich nicht aus. Ja, das ist ja nicht. Alter, ich kack ab in deiner Hälfte. Ja, Mann. So, EVP-Sitzung, und das Licht macht wirklich nichts. Jetzt. Ich finde es angenehm. So, jetzt haben wir nochmal ein Gerät eingeschaltet. Und dann können wir uns ja super unterhalten. Wir können euch gleich hören. Also wie gesagt, ich sag einfach mal, oder wir sagen einfach mal Hallo an euch alle. Hallo. 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 Könnt ihr uns irgendwas zu diesem Ort hier sagen? Was? Vermissen, vergessen. Schlecht. Ja, können wir mal mit der Anna reden, die hier mal gewohnt hat? Oder ich frage einfach mal so in die Runde, ist irgendjemand hier auf diesem Gelände, das alte Bergwerk, die alte Grube Wirkengel, irgendjemand? Ich. Wer bist du? Ich würde auch sagen, wir bewegen uns ein bisschen. Wieder. Also, das Licht stört uns, du musst fahren, ne? Kann ich jemand hören? Wenn das Licht stört, musst du fahren. Hey, hallo. Wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall heute Abend was über diesen Ort hier erfahren. Wir wollen wissen, ob es hier wirklich verstorbene Seelen gibt. Zum Beispiel die von dem Jogger, der sich hier unten erhangen hat. Oder die Anna, die ihre Eltern hier nachts umgebracht hat. Kann uns irgendjemand was darüber sagen? Was? Ja, sie lebt noch. Ja, Hammer. Ganz klar, ja, sie lebt noch. Ja. Wer lebt noch? Kannst du uns sagen, wer noch lebt? Kannst du vielleicht mal dem Gerät mit dem grünen Lämpchen, was ich in der Hand habe, näher kommen oder das mal anfassen? Was mich auch interessieren würde, ist, hier unten liegt ein Pentagramm. Wer hat das gemacht? Gibt es hier irgendwelche dämonische Aktivität auf dem Gelände?
ist denn das, was da oben leuchtet? Hat jemand Hallo gesagt? Das ist die Kamera. Also wie gesagt, ihr könnt mit uns gerne reden. Wo sind die Toten? Wo sind die Seelen? Wo sind die Geister? Wo? Wir können auch gerne dahin gehen, wo die sind. Jetzt gerade nochmal für dich, Frank, und auch für die Zuschauer. Die denken immer, wir schalten das Teil an und das fängt in einer Tour an zu reden. Also von einer Stunde Material über die Spirit Box kriegst du vielleicht 5 oder 8, höchstens 10 Antworten, mit denen du was anfangen kannst. Der Rest ist... Okay. Ne? Und wir werden immer wieder gefragt, ja, aber wenn ihr das doch hört, warum reagiert ihr nicht? Also manche Sachen hört man wirklich erst, jetzt quatschen sie gerade schön, wenn man sich die Aufnahme anhört. Sind hier mehrere oder ist hier nur eine Person? Also mir ist das alles gerade so ein bisschen zu schwammig. Das heißt auf gut Deutsch, wenn hier wirklich Aktivität ist, sprich Seelen verstorbener Menschen oder andere Entitäten, die nicht menschlich sind, ja, möchte ich jetzt ganz gerne mal das Wort Wirkengel aus diesem Gerät hier hören. Wenn ihr uns hören könnt, bitte einmal Wirkengel sagen. Soll vielleicht jemand anders da die Fragen stellen und musst du uns den Namen nennen? Oh, voll deutlich. Hallo! Jetzt frage ich mich aber auch, was dieses extrem helle Licht da unten ist. Ja. Da spiegelt sich nur was, oder? Ne? Nee. Ah, das kann sein. Das wird doch sein. Ja. Kann uns hier irgendjemand hören? Das ist meine Ordnung. Ich hab schon danke. Hallo. Was ist das? Was? Einer von euch gerade Anna gesagt? Nein. Aber ganz deutlich, nicht aus der Spiritbox, sondern hier bei uns. Ja. Ist die Anna hier? Wenn du hier bist, würde ich gerne wissen, warum du das getan hast. Mit deinen Eltern. Oder fünf Eltern. Ich kann die Taschen abnehmen. Oh, unser Ding ist angegangen. Unser Bewegungsfelder. Hm? Ja. 100 Pro. Kann aber auch durch die Kamera, durch die Lichtform, oder? Nein. Jemand hingehen? Lampe noch mehr. Laura, gib mal bitte die Taschenlampe. Okay. Hier erstmal Stopp. Also mal eben an, ich schwör, ich hab's gehört. Die Kameras haben es hundertprozentig drauf. Der ist zweimal angegangen. Du, du. Alter, ist doch arschkalt. Oh, oh. Oh, ich hab unser Ding ist angegangen. Unser Bewegungsleiter. Echt? Ja. 100 Pro. Nein.
Ja. Der geht an durch die Lichter. Ich sehe jemand an dem Häuschen. Wohin führt das Häuschen? Können wir irgendwas für dich tun? Bunker. Brauchst du Hilfe? Können wir dir irgendwie helfen? Weil vielleicht steckst du ja irgendwie in der Zwischenwelt fest und brauchst Hilfe, um wieder ans Licht zu kommen. Also wir werden erst von diesem Ort gehen, wenn wir wissen, was hier vor sich geht. Es kann ja nicht sein, dass die ganzen Leute irgendwas erzählen und die sich einfach nur irgendwelche Märchen einfallen lassen. Also. Wenn du drauf stehst, Leuten Angst zu machen, den Lebenden, dann kannst du es mit uns mal probieren. Wir haben definitiv keine Angst vor dir, egal was du machst. Dieser Moment war total unheimlich. Es war, als würde Markus mit fremder Stimme irgendwas zu mir sagen. Aus diesem Grund auch mein verstörter Blick. Ich dachte mir, was will er mir damit sagen? Tja, bei der Auswertung hört man einfach nichts. Aber ich habe diese Stimme gehört. Und ich bin mir sicher, dass ab diesem Zeitpunkt schon irgendetwas versucht hatte, mit mir in Kontakt zu treten. Ist der Fuchs ein Opfer? Oh, lass uns doch mal direkt runtergehen zu ihm. Also, wie sieht's aus? Also, ich muss ganz kurz mal Pause machen. Wie ihr im Verlauf der weiteren Episode gut erkennen könnt, mussten wir einige Pausen einschieben. Es war einfach zu kalt. Praktisch war, dass unsere Autos direkt oben auf dem Gelände standen. So konnten wir immer mal reinspringen und uns ein bisschen aufwärmen. Doro hatte uns leckeren Tee mitgegeben, der uns zusätzlich ein wenig Wärme verschaffte. Aber wir hatten noch viel zu tun und die Nacht war lang. Ein wacher Verstand war gefragt. Wir müssen öfter mal Päuschen machen, Leute, weil wir haben hier Minusgrade, die wirklich richtig reinhauen. Ja, und da musst du echt mal so alle 20 Minuten mal kurz Päuschen machen, Tee trinken oder mal aufwärmen. Meine Füße sind Eis. Füße. Ah, deswegen, also wir können doch ruhig hier und da mal kurz eine Pause machen, ins Auto setzen, Autos warm werden lassen. Und dann gucken wir mal. Gut. Jemand mit Taschenlampe geht vor. Ja, ab hier bis halt dann, ne? Ich war da. Kurz, Party. Ich hab dich. Also ich mach dich doch einmal hier. Und von hier aus ist es eigentlich ziemlich einfach. Das heißt, der Markus hilft da mir. Da ist so eine kleine Stufe, wo ich hinleuchte. Ich helfe dir nicht. Ist ganz gut. Ja. Geh lieber da lang, wo ich dann gegangen bin. Ja, in diesem kleinen Bergchen da, wo der Baum ist, genau. So, und dann direkt der nächste Schritt. Das hat schon gerade im Gesicht auf so ein Kabel. Nächste Schritt hier. So. Genau. Achtung, hier wird es auch nochmal rutschig. Genau, hier wird es auch nochmal rutschig. Kette. Ich komm hier nicht runter. Komm, ich gib mir deinen Rand. Nein. Ja, warte, ich helfe Laura. Oh, ja. Bäume schon. Das ist eine gute Dame, mit dem Waldbäumen. Mit den Schuhen ist aber auch Abenteuer, sag ich dir. Ja, aber ey, sind Winterstiefel, ja, aber die haben so kein Griff, ey. Markus, mach keinen Schwein. Okay. Masi, du was? Alles klar? Ja. Okay. Jo. Nimm Masi, mach was. Die, ne, ich meine die Laura. Ja,
Ich weiß schon, dass hier die Treppe voll ist. Ja. Ja, ich nächste Woche. Nee, wir haben uns auf Sonne. Wollen wir jetzt weitermachen? Tee trinken? Erstmal aufwärmen. Soll ich mal gucken, ob das Auto noch geht? Ja, komm, trink noch mal Tee, dann geht's weiter. Kühlbox könnt ihr ruhig schon hier hinstellen. Muss ich hier lassen? Ja, die kannst du ruhig hier da hinstellen. Auf deine Verantwortung. Ja, ne? Oben stehen die Kameras, also. Ja, der Assi hat es auf dem Video. Also, ich kann das. Ja, aber das Teechen ist jetzt oben. Nee, ne? Doch. Der Tee. Der Tee ist oben. Ach, den hast du mit hochgenommen. Okay, dann der ist in der Tüte drin, oder? Der ist in der Milka drin. Nee, ich hab den rausgenommen. Rujita, ja? Du hast deinen Beutel auch oben gelassen, gell? Ja. Scheiße. Warum? Mein Autoschlüssel ist drin. Nee, dein mein Autoschlüssel ist in deiner Jackentasche, gell? Ja. Okay. Krass. Ne? Deswegen auch mit dem toten Fuchs und so. Aber Pentagramm heißt ja, muss ja nicht sofort was böse sein. Ich kann ja für beide Seiten würde es halt nutzen. Ah, ist schon heavy. Definitiv. Mhm. Aber hier ist auch nichts, gell? Das ist gar kein richtiges Pentagramm. Der Kreis fehlt. Ja. Ja gut. Den kriegst du ja halt nicht hin. Das war denen zu mühsam, glaube ich. Also wenn du mit dem Stock trittst, dann kannst du den Kreis drumlegen. Aber ich finde es schon auffällig, dass komplett die Rinde entfernt wurde. Also es hat jemand gemacht, der Ahnung hat. Und direkt an der Kreuzung gelegt und so, ne? Also es ist schon ein Ding. Bisschen merkwürdig. Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Sitzung. Ja, geht ihr ruhig vor, ich filme euch dann. Ich filme den Assi beim Filmen. Sehr geil, lauf ruhig Assi. Kannst du deine Arbeit mal filmen? Mal einen Arsch, oder? Ja, normal. Check dir da. Ich will nicht mehr alleine. Okay. Da hat vorher auch irgendwas anderes gestanden. Das Video, was Martin geschickt hatte, da hat aber was anderes gestanden. Ja, das stimmt. Gell? Ja. Ja, auch mit dem neuen Baby. Ja, ja. Hier liegt ein Wappen. So, dann schalte ich das Teil mal ein. Passiert nichts. Ist noch aus, ne? Halt den mal getrunken. Müsst ihr eigentlich suchen? Matze? Sie sucht, aber ich war nicht. So, und dann am besten auch noch den Voice-Recorder. Den kann die ja vielleicht runterfahren helfen. Aber das Ding war mal lauter, oder? Fällt ich mir das an. Ja, ich frag mich auch warum. Ist jemand hier, der uns hören kann? Das klang nicht schlecht, glaube ich. Kann mir jemand... Mach mich jetzt. Anna, da war's. Ja. Ja. Aber ich hab gehört, Assi. Ich hab Assi gefunden. Ja, Mann. Hab Assi ich auch gefunden. Verstanden. Ja. Also ich hab gehört, Anna guckt zu oder Anna hört zu und Assi, der filmt. Sie ist da.
Die steht da hinten, ich schwör ohne Scheiß, ich schwör ohne Scheiß. Ihr kennt mein Gehör, was das betrifft. Wo denn hinten? Wo denn hinten? Alter, wie krass. Anna, du kannst ruhig hierher kommen. Du brauchst keine Angst zu haben. So, ich auch noch mal sagen, ich auch mal vorstellen. Ich bin der Frank, von mir brauchst du auch keine Angst zu haben. Du kannst ruhig hierher kommen. Wie krass eben, gell? Sie steht da hinten, ganz deutlich. Anna, stehst du bei dem Pentagramm? Oder in die andere Richtung? Oder bist du oben bei der Kamera? Wenn Anna da hinten steht, kann Anna mal rufen? Wo bist du? Mach ihr ruhig mal weiter, ich bewege mich hier mal ein bisschen, vielleicht kriege ich irgendwas Schönes. Okay. Kannst du uns deine Geschichte erzählen, was hier passiert ist? Kannst du uns deinen Namen noch mal sagen? Ich bewege mich jetzt mal ein bisschen weg von denen, weil ich hoffe, vielleicht hier außerhalb eine Antwort aufnehmen zu können. Weil jetzt gerade scheint es richtig loszugehen. Und da wollen wir natürlich gucken, was hier abgeht. Überwachungskamera oben, wie ihr gemerkt habt, hat die Kamera eben ein wenig gewackelt, weil es ist echt schwierig hier unterwegs zu sein und sehr gefährlich. Wir waren ja gestern auch schon mal hier. Anna! Und da haben wir an den kannst du mich sehen? Und ich bin, hab mich ein Stück wegbewegt und hatte dann so ganz. Brauchst keine Angst haben vor mir. Komm ruhig her und red mit mir. Erzähl mir, warum du das mit deinen Eltern gemacht hast. Wer hat versucht, mit Frank Kontakt aufzunehmen? Da war was. Irgendwas habe ich gerade gehört. Hatte ich das richtig im Gefühl? Kommen ganz komische Geräusche aus dem, aus dem Ding raus. Wo finden wir Anna? Wo ist die Anna? Ich glaube, ich habe deinen Namen verstanden. Ja, da war doch was, ja. Mal. Also es ist jetzt definitiv an der Zeit, wir würden gerne die Brücke zur Anderswelt öffnen. Ihr könntet sehr gerne mit uns reden und uns erklären, was es mit diesem Ort hier auf sich hat. Wie gesagt, ich würde halt gerne wissen, wer das gestern war, der mir da dieses Piepen ins Ohr
gesetzt hat. Wolltet ihr dem Frank irgendwas sagen gestern? Diskriminierung. Ja. Eindeutig. Ja, hab ich auch gehört. Oder? Ja, aber Frank. Diskriminierung. Ja? Frank tut doch niemanden diskriminieren, was soll das? Nein. Aus. Das gibt's doch nicht. Weil das kann jetzt echt nicht sein. Hm. Audio impaired. Merkwürdig. Warum sollte der Frank jemand diskriminieren? Oder wollt ihr ihn diskriminieren? Kommt doch einfach mal hierher zu uns, egal wo ihr seid. Jetzt! Kann natürlich auch sein. Was denn? Wir wollen mit euch reden. Was ist hier passiert? Ist hier wirklich ein Mord passiert? Drück bitte einmal hier drauf. Sehr gut. Probieren wir es mal in der Geschwindigkeit. Also wie gesagt, mich würde sehr interessieren, ich habe nachgelesen, dass hier sehr viele satanische Rituale abgehalten werden. Könnt ihr uns was darüber sagen? Zum Beispiel das Pentagramm. Wer hat dieses Pentagramm gemacht und wieso? Haben die Leute, die das Pentagramm gemacht haben, ja, dunkle Absichten? Vielleicht ist das Ohr wird wieder warm. Warum ist denn jetzt die Kamera hinten so blau? Ich glaube, was ausgenommen. Nein, nein, was ist das? Das ist aus. Alter, die hat noch genug Akku. Ja, die ist aus. Ach, das ist ein Autoscheinwerfer da hinten. Alter, was ist denn jetzt los? Wer checkt das mit mir gerade mal ab? Schlaf mit. Die sollen mit den anderen gehen, oder? Ja, dann gehen wir alle. Hier lang. Hier? Ach nee. 200. Genau, da durch. Was ist das? Ein Auto? Okay. Das ist ein Auto. Ja. Lass nur auf. So, Kamera einfach ausgegangen. Hier liegt der arme Fuchs. Ja, das arme Tier, das kann man echt nur sein. Ist hier jemand mit uns? Hat jemand die Kamera ausgeschaltet? Er ist definitiv tot. Komplett? Ja. Boah.
Schließ aus. Kann natürlich sein, durch die Kälte, dass der sich jetzt schneller entladet hat. Aber ey, wenn der voll war. Der war voll. Aber warum leuchtet der denn so hell? Ja, das frage ich mich auch. War ja wie so ein Bluescreen. Die ist auf Bluescreen gegangen und dann aus. Ist hier ausgegangen. So, das kann man definitiv. Was? Verschwindet, habe ich verstanden. Habe ich auch verstanden. Oder verschwinde. Warum sollen wir verschwinden? Wir wollen nur mit euch reden. Aber nicht auf den kalten Bodenrutscher. Da willst du schon mal ins Auto setzen? Ich hab 3 Hosen an. Okay. Ja, bei minus. Was haben wir? Minus 5 Grad? Ja, ungefähr. Was? Was? Sollte doch gar nicht so kalt werden, Alter. Was? Alter. Kannst du das nochmal wiederholen? Wiederhol das bitte nochmal. Ah, gemackert. Was war denn das jetzt gerade? Keine Ahnung. Irgendeine komische Stimme. Jemand gebabbelt. Weil der Schluss jetzt gerade, das hat sehr interessant geklungen. Ja, nicht mal. So, würde ich sagen, nochmal kurz Päuschen. Ja. Und dann gehen wir zum, nächsten Punkt des Programms über. Ah, geht Assi. Danke dir. Fucking Kälte, fucking Ort, Alter, einfach nutzen. Ah, oh, Alter. Ist kalt. Ja, Mann. Was war für euch alles mitmacht, du? Oh. Was das wieder kostet. Und Kurt. Du hast die Schleife vergessen. Warum Assi verliere? Für besondere Dienste. Doro hat jetzt auch eine gekriegt. Ja, und ich warte noch sehnsüchtig auf meine. Seit Monaten. Ein Polaroid. Ja. Hier oben. Doro hat auch eine gewartet. Hier unten von dem Karolchen. Ja. Ja gut, dann gehe ich nochmal ins Auto, hol meine Cam dann noch. Okay. Ob geht er? Ja, kann ich mal einen Walken was rein. So Leute, heute gibt es uns mal einen Doppelpack. Ich habe heute meinen Assi-Style auch mal ausgepackt zur Feier des Tages. Von Assi höchstpersönlich gestaltet und verliehen bekommen. Bin ich natürlich stolz drauf, bekommt nicht jeder. Wir werden jetzt Polaroid-Fotos schießen. Dazu werde ich gleich noch einen kleinen Einspieler machen. Warum diese Kameras für Geisterfotografien einfach unschlagbar sind. Punkt 1 ist schon mal, man kann Polaroid-Fotos nicht faken, ja, an alle da draußen, die immer sagen, ist eh alles gefaked und so, das könnt ihr abschminken, weil das kannst du nicht faken. Sobald du den Film aufmachst und da irgendwas manipulieren willst, ist der Film kaputt. Ist am Arsch. Genau, wie der Assi sagt, dann ist er am Arsch und dann läuft nichts mehr. Wir haben gesehen, dass Urbexer hier quasi von diesem kleinen Kabäuschen, wo man nachts die Stimmen raushören soll, also dieses Geweine und so weiter, ein Bild gesehen, wo man 2 Augen sehen kann und wir wollen jetzt einfach mal gucken, ob wir vielleicht auch ein paar geile Bilder aufnehmen. Und ihr seid dabei. Los geht's. Mir machte es so den Eindruck, als ob wir langsam nicht mehr verstehen, was so gerade um uns rum passiert. In der nächsten Szene zeigen wir euch einen Abdruck, der definitiv bei unserem Ankommen nicht da war. Soll heißen, irgendetwas hat dort seinen Abdruck hinterlassen. Und es schien die ganze Zeit in unserer Nähe zu sein. Sorry, brutal unheimlich. Ja, ja. Ich setz mal den Kopf an. Oder was das war.
Also so ein Handabdruck oder so. Wo? Oh. Oh. Im Schnee. Das sind drei, ne? Ja. Das ist im Schnee. Das sind drei. Vier. Vier? Vier. Mhm. Vier. Dann war es ein Vier. Vielleicht, na, für den Fuchs ist es ein bisschen zu groß. Eben. Das sieht nach was Großem aus. Wolf oder so, ne? Das Wolf hat aber... Ja, der hat ja Ballen. Ja. Hat fünf Punkte und einen Ballen. Oh, was war das gerade? Auf. Das war der Frank. Oh. 1, 2, 3. Oh, schön. 1, 2, 3. Hier. Könnte man meinen, dass das vierte ist. So. Das sind vier Stück. So, ich habe hier mal was Schönes mitgebracht. Ich würde gerne mal ein Bild von dir machen. Ich habe gesehen, dass es im Internet ganz schöne Bilder von dir gibt. Und jetzt kannst du dich einfach mal, ja, von mir aus auch hinter das Gitter stellen oder hier vor das Gitter und ich drücke jetzt ab, okay? Achtung! Hast du den Blitz dabei? Eigentlich schon. Das sah nämlich mal nicht so aus. Ja, das ist an. Was dann? Die Akku gemacht. Na gut. Weil ich dachte, jetzt noch gucken. Die Kamera. Achso. Warte. Ja. Der schießt mir kein Foto. Weh. Mach nur Zoom. Zoomt kurz, mach den Vorblitz und das war's. Okay. Wer macht dann jetzt? Ja, genau, nimm du mal an. Die Kamera ist nachher noch. Wir brauchen halt jetzt total lange, weil es kalt ist, ne? Nee. Shake it like a Polaroid picture. Like Azzy. Das ist mir richtig kalt. So richtig, richtig kalt. Alter. Ich zittern gerade sein Haus. Ja. Wollen wir mal ins Auto? Meine Hände faulen gerade ab, ey. Verarbeitung. Lass mal das Auto anmachen, noch ein bisschen warm werden lassen. Ja, vielleicht komm. Könnt ihr die Bilder mitnehmen. Ja, genau. Am Daumen zieht er mich hier hoch. Ah ja, nur am Daumen, das, Alter. Das ist ein Chef hier, am Daumen. Am Daumen. Oder? Ha? Waren die Hinterbeine von dem nicht mit Blättern bedeckt? Nein. So offen? Nee. Ja, ja, doch, das war so. Das kann man nicht so überwältigen. Aber ich glaube, das war wirklich nicht überwältigen. Meinst du das nicht? Also, wir müssten es nachher nochmal testen. Hab ich ja gerade. Ah, okay. Das war jetzt eben nochmal eine Aufnahme davon. Okay. Der ist noch voll klein. Ich will jetzt auch mal prüfen, was hier so mal. Pudis. Mal gucken, was da sich tut. Okay, dann sprechen wir halt noch Skinny. Wir machen eine reine in die Süßhäuschen. Kann das Kultur auch mitnehmen, oder? Könnt ihr auch mitnehmen? Ja. Ne, wir brauchen es nicht. Nee? Okay. Ihr könnt es frisch mitnehmen. Ne, habt ihr einen. Ja, bitte? Oh, nee. Na klar. Ich hab kein Feuer, mein verschwunden. Ich hab's mir irgendwie runtergefallen beim Rausholen oder was. Beim Reintun, wie auch immer. Was war das? So, Was hat eben gepiepst? Sauber? Ja, die Dinge. Walki-Talki. Wo muss ich drauf drücken? Links. Wir testen das jetzt mal. Du kriegst kein Bild zustande. So, Jetzt kann ich mal drücken. Ja.
Was? Einwandfrei. Ein perfekt. Gut, also macht ihr dann mal hier hinten? Ja, also wir gehen jetzt mal ein Stück nach da hinten. Ja, wir hatten eine Filmkamera. Ja, er läuft ja mit uns mit da. Stimmt. Und Markus jetzt ganz einfach, dem Frank jetzt einfach meine in die Hand. Die da. Pass mal auf, da lasse ich die Kamera hier. Also Leute, jetzt folgt bei dieser brutalen Kälte Teil 2 unserer Untersuchung. Unsere Untersuchung ist in 3 Teile aufgeteilt. Und wie ihr es halt von Parallel kennt, zum Schluss kommt halt nochmal das Geilste. Also ich hoffe mir zumindest, dass es nochmal richtig gut wird. Und wir gehen jetzt runter zur alten Eiche, da wo angeblich die Leichen gehangen haben und wo sich auch der Jogger aufgehangen hat, was man natürlich auch nachverfolgen kann. Das ist keine Sage, das stimmt. Der Jogger hat sich an diesem Baum aufgehangen und wir gehen jetzt runter, um zu gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwas einfangen können. Ein paar EVPs und jo, Frank und die Mädels sind jetzt hier oben im Wald unterwegs. Schauen wir mal, was abgeht. Los geht's. Nimm mal einer die Cam. Ich geh mal für keinen Weg. Ja, das müssen wir alle, glaube ich. Ich geh da rein. Eigentlich. Ich hoffe, dass ich wieder rauskomme. Ja, ich weiß nicht, wie die. Mein Cousin hat gemeint, irgendwo hier muss man aufpassen. Da kann man zwar rein, aber da bricht man durch. Das geht irgendwie dann runter. Also ich würde es nicht riskieren an deiner Stelle. Ist hier jemand mit uns? Dann ruhig noch ein Stück hinten raus. Das geht eine ganze Ecke noch hinten raus. Nee, ich würde sagen, hier, das reicht, weil das wird dann da hinten, sieht man nämlich auch, das wird dann da ganz, ganz wellig. Das heizt nicht. Das reizt mich, da reinzugehen. Jetzt höre ich, wie alle vom Fernseher sagen, geh rein, Marc, geh rein. Also das ist schon sau unheimlich hier. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was im Internet steht, dann ist das einfach nur ein fucking Platz, sonst nichts, Mann. Ist die Anna denn hier? Anna, kannst du mal zu uns kommen? Nein. Kann die Anna denn mit uns reden?
Ich habe da sowieso nicht so ein gutes Gehör für. Stimmt das die Geschichte mit dem Jogger? Die laufen da rum, ich denke gerade. Ja. Ich glaube, dass da unten bei diesem Häuschen irgendwie, wie Marge eben schon gesagt, dass da irgendwie ein Hotspot ist. Wer ist das? Marc, seid ihr am Häuschen? An welchem Häuschen? Das, wo ihr gerade geleuchtet hat oder woanders? Also wenn du jetzt hier runter guckst. Guck mal. Ja, ist okay. Es in der Nähe von dem Häuschen? Nein, überhaupt gar nicht. An dem Häuschen war eben Licht, als ob da jemand mit einer Taschenlampe gestanden hätte. Okay, habt ihr das auf Kamera? Nee. Weiß ich. Nee, der Franz sagt nein. Ja, okay, nicht schlimm. Wer weiß, wie tief das geht, wenn du da drauf trittst. Ja. Ich würde es lieber lassen. Weg! Komm! Ja. So. Ne. Eigentlich bist du so sportlich. Was? Eigentlich bist du sportlich. Ich werde da nie mehr rauskommen. Aber hier war eben... Hast du das gerade gehört? Wie so ein... Nee, ich nicht gehört. Na, vielleicht ist er auf der Kamera drauf. Komm wieder. Dann mach das mal aus. Das war, als ob jemand so gemacht hätte. Das war ein Käuzchen? Nee, das war kein Vogel oder so. Das jetzt ist ein Käuzchen? Ja. Das ist ein Vogel? Nee. Also du hast kein Tier hier. Gar nicht. Du hörst hier gar nichts. Normalerweise sind Vögel oder sowas immer da. Ja, Alter, du bist mitten im Wald, das ist wie tot hier. Wie tot. Wie nichts existieren würde. Dann findest du auch noch den toten Fuchs da drin. Echt abgedrehtes Ding. Ja, komischer Ort. Echt komischer Ort. Oh? Hast du? Hast du das gerade gehört? Wie so ein Knacken? Hier hinten aus der Ecke? Nee. Okay. Da sind ein bisschen Wildschweine und so, das ist. Da muss man aufpassen. Könnt ihr uns von hier noch hören?
Okay, wir sind nämlich jetzt hier ganz unten in der Straße. Nur falls irgendwas ist, muss man sich hier sicher sein. Alles klar. Ja, da ist er. Hier ist gar nichts, denn wir gehen jetzt auch mal ein Stückchen weiter runter. Okay, also wir sind jetzt hier direkt an dem Baum, Alter, der sieht so... Ich krieg den... creepy aus, unglaublich, der müsste unbedingt auch noch runter. Ich krieg den leider nicht drauf. Ja, das klingt cool. Leucht mal den Baum an. Genau. Okay. Kriegst du die drauf? Oder? Ja. Siehst du das? Was? Ich seh den nicht. Habt ihr gerade was gesagt? Ja. Ich hab Herr gesagt. Okay. Mal probiert zu gucken, ob irgendwelche Energien ankommen durch den Baum. Alter, was ein unheimliches Teil, oder? Ja. Kann uns hier irgendjemand hören? Anna, hast du hier deine Eltern aufgehängt an dem Baum? Waren die Mädels das? Wird ein Uhu sein. Ja. Stimmt es, dass ich an diesem Baum einen Jogger aufgehangen habe? Und der jetzt hier rumjoggt? Wo sind sie denn? Hallo? Können Sie vielleicht bitte mal zu uns kommen? Wir warten hier an dem großen Baum an der alten Eiche. Wir würden uns interessieren, warum du dich aufgehängt hast. Warum nimmt man sich einfach so das Leben? Das Leben ist kostbar. Man hat nur eins. Der Baum hat eine ganz komische Aura. Deswegen habe ich ihn gerade mal angefasst und mir gedacht, vielleicht kommt energiemäßig irgendwas rüber, aber das ist schon ein unheimliches Teil. Da oben hängen die Schuhe, Assi, film mal. Das sind auch noch Sportschuhe, Alter. Ich krieg die nicht drauf. Entschuldigung. Echt nicht? Da. Warte, ich muss mal zoomen. Ja, das sind Laufschuhe. Alter, als ob das die Schuhe von dem Jogger wären, Alter. Absolut krasse Scheiße. Echt, ohne Mist. Ja, ganz oben, da hängen welche, da. Ja. Wie sieht's aus? Ist hier irgendjemand, der mit uns reden möchte? Stehen hier mitten auf der Straße, ne? Ja. Gebt euch das mal, mitten auf der Straße. In Deutschland. Man hört nichts. Kein Vogel, keine Tiere. Tot. So, laufen wir wieder hoch. Ist so unheimlich. Unglaublich. Hier was? Also, sehr, sehr ruhig. In Echtzeit nicht. Ja. Also, wie schalte auf? Ja. Ja. Wie, als wenn nichts mehr hier, gar nichts mehr. So wie beim Privatfall ein bisschen. Nee, beim Privatfall fand ich es heftig. Zu ja, Zeiten. Aber. Jetzt hier. Von jetzt auf gleich war da nichts mehr. Aus der Box kam nichts. Komisch. Okay. Wollen wir dann oben nochmal eine Session machen? Da gehen wir hoch und runter, nehmen wir gerade die Basement. Wollte ich gerade auch sagen, genau. Ja.
Dann machen wir das so. Ja. Am besten immer auf der Bodeleuchte. Ich hab Frank hat ja auch seinen dabei. Ja. Gut. Alles klar. Warte mal, da kann eigentlich die. Ja gut, ich habe hier auch die große Leuchte noch. Ja, dann Ruschitz, da gibst du die zurück. Weil ich habe hier mein, ich hab ja meinen Fluter dabei. Achso. Was mit der Spiritbox? Die liegt hier noch im Kofferraum. Ja, aber Marc hat doch gesagt, alles hier lassen. Ja, ja. Ja, ja. Wir bringen ja das Zeug von oben dann runter. Hm. Ja. Gut, dann mache ich jetzt mal den Raum. So was zu essen. Das Kaugummi. Ist der, auch vegan. Aber wir können die Eco-Box nochmal anschmeißen. Ja, ja. Wollten nachher das machen wir doch nachher mit Phänomena zusammen. Ja. Genau. Die Eco-Box? Ja. Mhm. Und Marc eben gesagt, da war der Merkur, da war der Ach so. Dabei. Ach ja, das gehört. Mhm. Groß, Motorleuchte mal. Ich glaube, das ist noch richtig. Oh. So, Scheiße, halt auf. Ja. Eine Flasche Pommes. Das wie maße mir eigentlich jetzt heute oben ohne. Das ist doch nicht normal. Aufwand. Ja, danke. Ja, hier unten. Ich gehe auch gerne allein los, aber nur wenn wir mal mehr. Ja, dann geh, doch, dann geh du hoch, wir bleiben hier unten. Nimm eine Kamera mit? Ja. Gut, ja genau, dann nimm du die mit. So wie wir Paras halt sind, wollen wir es am Ende nochmal so richtig wissen. Und damit begann mein persönlicher Albtraum dieser Untersuchung. Ich möchte gar nicht vorab allzu viel erklären oder dazu sagen, schaut es euch einfach an und bildet euch eure Meinung. Ich verbürge mich dafür, dass alles genau so passiert ist, wie ihr es gleich auf unseren Aufnahmen sehen könnt. Nichts ist gestellt, nichts läuft nach irgendeinem Drehbuch. Das, meine lieben Freunde, ist die Realität. Willkommen zum Selbstexperiment. Ja, und wenn was ist, schrei, ne? Okay. Willst du dich selber aufnehmen oder willst du nach vorne filmen? Ich mach mal beides. Mach erstmal nach vorne. Wenn du dich selber aufnehmen willst, kriegst du einfach das Ding nach vorne. Okay. Tschüss, hat mich gefreut. Ja, pass auf. Jetzt gehe ich mal von den anderen weg. Also hier hört man absolut nichts. Das ist so das Komische daran, dass du nicht mal Tiere hörst oder irgendwas anderes. Und los geht's. Hi Philomena. Marc alleine. Am Wirkengel. Ich bin ganz ehrlich, Leute. Da habe ich mich echt drauf gefreut. Also vorhin wurde mir von meinem Team gesagt, dass ich sie nicht mehr alle hätte. Weil ich hier alleine los will, aber ich bin halt neugierig. Und da hier das Pentagramm liegt, laufe ich natürlich jetzt hier rein. Ist ja ganz klar. Geht's. War das?
Also wir gehen jetzt zu einer Stelle, die ihr quasi am Anfang der Episode gesehen habt. An der Stelle hat Frank gesagt, ja, er hatte einfach gedacht, das wäre eine gute Stelle, eine Untersuchung zu machen. Und ja, wenn jemandem so eine Stelle direkt auffällt, hat es auch meistens was zu sagen. Von hinten kommt ein Auto. Kann sich hier aber auch nirgendwo hinsetzen, ne? Ich schaue einfach mal hier hin. Oh Mann, also falls ihr das sehen könnt, der Yeti, wenn es ihn dann gibt, hätte seine Freude an diesem Gebiet. Kann mich irgendjemand hören? Mein Name ist Marc. Ich bin hier auf der Suche nach Seelen, die mir erzählen können, was hier passiert ist. Boah. Kamera läuft schon an. Puh. Oh oh, da war jetzt gerade mal das Licht weg. Anna, kannst du mich hören? Mein Name ist Marc. Ich würde gerne wissen, warum du deine Eltern umgebracht hast. Warum du sie gegessen hast. Ich verstehe das nicht. Alter, ist so still hier. Es ist so kalt. So, ist hier jemand, der mich hören kann? Ich glaube, ich werde mal von den anderen ein bisschen weiter weggehen. Ich lauf einfach mal tiefer rein. Ich bin zwar jetzt alleine, aber sollte irgendwas Krasses passieren, dann ist diese Aufnahme der Beweis. Boah, Leute. Ich mag echt gar nicht zurückgucken, weil wenn man zurückguckt, guckt man einfach nur ins Schwarze.
Das ist echt heftig. Echt heftig. So. Ich würde gern mit euch reden, mehr über diesen Ort hier erfahren. Ich habe hier so ein Gerät auf dem Boden. Das leuchtet grün. Und wenn ihr näher kommt, dann leuchtet es, hat auch mehrere Farben. Dann weiß ich einfach, dass jemand bei mir ist und der auch noch vielleicht mit mir reden möchte. Mir wird gerade schlecht. Oh. Mir wird gerade richtig schlecht. Anna, bist du hier? Kannst du mich sehen? Kannst du mich sehen oder hören? Fuck. Was war denn das? Alter, fuck. Hast du dich gerade bemerkbar gemacht? Kannst mit mir reden? So, jetzt gerade ist das Gefühl schon komisch, nachdem ich gerade eben dieses laute Knacken gehört habe. Wow! Wow! Wow, 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 wow! Was geht ab? 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 Leute, wo seid ihr? Oh komm, antwortet doch einfach mal. Wir haben gerade die Base zusammen. Habt ihr irgendwas gehört gerade? Nee, überhaupt nichts. Hier oben ist tote Hose. Also richtig tote Hose. Okay, also hier ist definitiv nicht tote Hose. Was geht bei dir? Alter, hier knackt es vor mir, hinter mir so laut, als ob irgendjemand Gegenstände nach mir schmeißt. Ja krass, dann wir warten, die Musiker ist jetzt gerade alleine unterwegs. Die kommt jetzt auch gleich und dann kommen wir mal runter. Alles klar. Alter. So harmlos, wie es die ganze Zeit war, in Echtzeit, umso abgefahrener ist der Kack, Alter. Ohne Mist. So abgefahrener ist der Kack. Ich traue mich gar nicht, den Weg zurückzugehen, ohne Mist jetzt. Ich will an dieser Stelle eigentlich gar nicht mehr vorbei.
alles verschoben. Kamera. Okay. Okay. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Anna. Oder wer auch immer gerade hier mit Gegenständen schmeißt. Ich will dir nichts Böses. Versteh mich nicht verkehrt. Ich möchte hier Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen. Oh Mann, da war's schon wieder. Ich krieg gleich einen Anfall. Ich krieg gleich echt einen Anfall, Kollege. Ohne Mist, wenn du irgendwas hast, dann komm raus und stell dich hier hin. Und hör auf, irgendwelche Sachen zu schmeißen. So Leute, und jetzt wird es für mich richtig schwer, euch zu erklären, was ihr gleich zu sehen bekommt. In der nächsten Szene gab es einen Funkkontakt zwischen mir und Assi. Er wollte mir gerade erklären, ja, dass unsere Kameraakkus leer gesaugt sind. Merkwürdig ist nur, dass ich mich im Nachhinein an dieses Gespräch gar nicht mehr erinnern konnte. Auch nicht, was danach mit mir passierte. Es fällt mir bis heute schwer, darüber zu reden. Mir fehlen einfach mal 10 bis 20 Sekunden meines Lebens. Und das machte mir Angst. Richtig Angst. Ja, ich weiß, alleine unterwegs sein ist keine gute Idee. Das weiß ich jetzt auch. Also, Assis Cam ist leer. Okay. Gut, dann müssen wir halt den Rest mit der anderen Cam drehen. Also auf der Cam war eben noch mindestens 2 Stunden und 30 Minuten. Jetzt sind noch 2 Minuten drauf oder Sekunden. Also ich hätte jetzt fast gesagt, dass die Kälte da dran schuld ist, aber wenn du noch 2 Stunden hattest, dann glaube ich das eher nicht. Alter, was geht hier ab? Also sie hat gesagt, es war von 0 auf 100 war es auf einmal leer. Und das geht nicht in der Kälte so schnell. Okay. Wow. Was war das jetzt? Es war von 0 auf 100 war es auf einmal leer. Und das geht nicht in der Kälte so schnell. Wie gesagt, Leute, ich kann mich nicht mehr an dieses Gespräch erinnern. Auch nicht, warum ich die Kamera einfach abgesetzt habe. Es ist immerhin mein Baby, meine neue Kamera. Ich hätte nie zugelassen, dass ihr vielleicht irgendetwas passieren könnte. Ich hatte sie wirklich nur noch in den Fingerspitzen. Umso erschreckender diese Aufnahme. Und nochmal, ich kann mich wirklich an nichts erinnern. An nichts. Okay. Wow. Was war das jetzt? Sag mal. Ey, einfach nur für die Auswertung. Ich weiß nicht, was gerade los war. Als ich wieder einigermaßen verstand, was passierte, war ich total orientierungslos und total neben der Kappe. Ich hab keine Ahnung. Schon viel erlebt, aber das habe ich noch nicht erlebt. Ich muss unbedingt von dieser Stelle hier weg. Ich war eben komplett weg. Ich war komplett weg. Es war alles auf einmal dunkel um mich rum. Überall vor mir, hinter mir, und dann habe ich gemerkt, dass ich das Stativ komplett habe fallen lassen. Das hatte ich jetzt nur noch in einer Hand, also ich muss hier raus. Ich muss unbedingt hier raus. Oh.
Mann. Boah, jetzt krieg ich Rückenschmerzen wie Sau. Irgendwas stimmt hier in dem hinteren Teil, stimmt hier nicht. Absolut nicht. Irgendwas ist da hinten. Alter, jetzt hab ich mich verlaufen. Alter, jetzt hör doch auf mit dem Scheiß, Mann. Das macht mich langsam echt aggressiv. Komm, wir fahren zum Würgengel, haben sie gesagt. Das wird voll cool, haben sie gesagt. Alter. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Fuck off. Was ein Horrortrip, Alter. 10 Minuten aus meinem Leben, die ich am liebsten streichen würde. Das war jetzt. Ja, Mann. Ich hab's gemerkt. Und? Da hinten könnt ihr mal reingehen. Nee, danke. Wo? Da hinten könnt ihr mal reingehen. Ist das der Platz, wo ich gestern gesagt habe? Ist das, warst du jetzt da? An dem Platz? Wo ich gestern gesagt habe, da ist was? Ey, ohne Scheiß. 200, hä? Ohne Scheiß. Das gestern irgendwie gleich gemerkt, ist da irgendwas sofort. Ich habe da gestanden, das weißt du ja. Ich habe da gestanden und gesagt, hier ist irgendwas. Also was da oben zu wenig ist und was da hinten zu wenig. Ich will halt durch. Ist da zu viel. Oder wollen wir? Na gut. Ey, ich schwöre ohne Scheiß, ich habe da drin gestanden und habe gesagt, hier Anna und so, komm raus. Ganz nett. Kannst ruhig mit mir reden. Alter. Da ist irgendwas Schweres auf einmal so 2-3 Meter vor mir hingefallen. Ich habe auch mal nicht gesehen, was. Ich so, Alter, was war denn das jetzt? Ah ja, gut, geguckt so, ist nix, geh weiter. Alter, dann wollte ich umdrehen. Dann habe ich auf einmal im Gebüsch, kann natürlich auch ein Tier gewesen sein, hat so extrem laut gerappelt, deswegen habe ich dann gesagt, von wegen habt ihr was gehört, weil ich gehofft habe, dass ihr da oben dieses Rascheln hören könnt. Und jetzt kommt der Knaller, Leute. Ich laufe hier vor, Richtung raus, wo diese Kuhle ist, wo wir gestern durchgekrabbelt sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich weiß echt nicht, wie ich das sagen soll. So wie es ist. Ich hab im nächsten Moment habe ich da gestanden, Alter. Guck so, ich nehme die Kamera wieder hoch und guck, waren da 2-3 Minuten vergangen, wo ich. Kann ich das nicht sagen? Okay. Entweder spinnt die Kamera. Oh. Okay. Ey, ohne Mist. Also ich brauche eine kurze Pause. Okay. Ich brauche echt eine kurze Pause. Die wissen, warum die das können, da kommen wir hingelegt haben. Ich schwör, geh da rein. Geh da rein, ohne mich. Ich geh rein. Ja. Komm mit. Ja, aber ich hab keine. Mit der Cam, dann komm her, dann komm ich, geh ich auch mit. Nimm mal eine. Okay, ja, dann gehen wir jetzt Nee, ich geh nicht mehr. Nee, dann bleib ich. Ich mach den Kaffee an. Ich hab's an. Ich geh da nicht mehr rein. Meine Cam ist auf jeden Fall komplett tot. Wenn wir jetzt alle da hingehen, du und der Markus, ihr macht schon mal die Phänomene. Wir machen die Stadt klar. Ja. Das ist die Cam von Frank. Ja, warte mal, komm her, dann legen wir sie in den Koffer. Ja, oder? Dann legst du direkt ins Auto. Hier, Leute, ohne müsst ihr nicht verkehrt verstehen, gell? Aber was da hinten passiert, ich bin gespannt, was du vielleicht sagst, wenn du da hinten bist. Okay. Das ist nicht normal. Das ist. Laura? Alles gut. Ich bin da gestern auch noch und sofort, ohne irgendwie. Ich hab's noch anmoderiert. Ich hab noch gesagt, ich laufe jetzt mal hier rein, weil der Frank gesagt hat, dass er irgendwie ein komisches Gefühl da hinten drin hatte. Okay, auf geht's. Das wird jetzt ein wenig gefährlich.
Alter, ich bin gerade voll. Ich könnte losheulen. Wie ein Trost gewesen. Alter, ich könnte losheulen, ich weiß. Alter, ich weiß nicht, was da gerade abgegangen ist. Ich war weg. Das nächste, was ich gesehen habe, ist alles schwarz. Ich drehe mich um, ist alles schwarz. Ich habe Panik gekriegt. Ich habe die Kamera hochgerissen. Boah, Alter. Alter, das ist. Wollte jemand von dir Besitzer kaufen? Ja, wenn du zwei Minuten weg warst, dann war irgendjemand in dir drin. Ich war komplett weg. Die Kamera hat im Dreck gehangen. Die Kamera hat im Dreck gehangen, Alter. Ich hab die nur noch an einem Zippel gehabt. Es hat alles komplett im Schnee gedreht. Das würde ich niemals machen. Und nimm die Kamera wieder hoch, dass ich was sehen kann, weil ich Panik gekriegt habe. Das ist alles drauf, Alter. Das ist alles drauf. Ey, ich. Wollen wir erstmal das Zeug irgendwie ein bisschen wegpacken und dann. Oh, gleich, Alter. Ich brauch. Gib mir noch 2 Minuten. Ja. Ich bin gerade echt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass jetzt noch irgendwas kommt, was mich persönlich nochmal. Also, Leute. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann dazu echt nichts sagen. Ich kann euch nur sagen, dass alles, das, was ihr gerade eben gesehen habt, so passiert. Und ich schaue mir jetzt das erste Mal die Aufnahme an, um überhaupt zu sehen, was in diesen Sekunden passiert ist, wo ich anscheinend keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich weiß es nicht. So, Leute, wir kommen jetzt zum letzten Teil unseres Programms und die Leute, die sich den Film Dämonenjagd gekauft haben, haben Phänomena quasi schon im Einsatz gesehen und sogar wie Phänomena wirklich bei der Premiere auch definitiv, ja, und da sind wir uns sicher, eine Erscheinung aufgenommen hat und wir sind so begeistert von dem Gerät, dass wir es natürlich heute Abend, ja, als YouTube-Premiere für jeden, für euch alle quasi frei zugänglich machen. Wir können natürlich nicht versprechen, dass wir jetzt nochmal irgendwie jemanden aufnehmen oder eine Gestalt, aber wir können zumindest gucken, ob es vielleicht klappt. Die Polaroid ist wieder mit am Start, weil ein Foto, was wir geschossen haben, muss ich mir noch genauer angucken, aber es sieht schon interessant aus und wir legen los. Wir zeigen dir jetzt mal was ganz Tolles, ja? Und auch wenn du denkst, dass wir dich vielleicht nicht mehr sehen können, weil du keinen festen Körper mehr hast, mit diesem Gerät können wir dich sehen. Und zwar, wenn jetzt gleich der Rauch kommt, kannst du dich einfach mal hier zu uns hinstellen oder einfach mal durch den Rauch durchlaufen. Wir werden das filmen und noch Fotos machen. Wenn du möchtest, dass andere Menschen dich sehen können, wie du mal ausgesehen hast, dann mach das bitte und komm hierher. Hier kommt nichts mehr. Film leer. Nee. Oh. Da kommt nichts mehr. Ja, für zu eine Räume ist dir auf jeden Fall besser. Ja. Weil du einfach den Rauch viel länger hast. Ja. Bleibt da stehen. Krass. Also, Leute, wir haben jetzt gleich 3 Uhr, wir sind total durchgefroren, wir wissen nicht, was wir haben. Wir wollten jetzt wirklich mal testen, was kommt hier rein und also ich bin jetzt mit dem Erlebnis zum Schluss, ich bin total, keine Ahnung.
ich rede darüber und ich verliere fast schon meinen Stand. Ich sag gar nicht mehr viel darüber. Vielleicht können unsere Teammitglieder und der Frank noch ein bisschen was sagen, wie sie es gefunden haben. Und ich mache mich ganz kurz mit. Ja gut, fange ich mal an. Ja, für mich war es jetzt das erste Mal hier so eine Ermittlung. Ich bin auch gespannt, was wir haben. Und gut, so ein paar Sachen aus der Spiritbox kamen ja auch raus. Und das war halt einfach mal interessant zu sehen, mal live dabei zu sein. Und ich kann das nur bestätigen, also das ist definitiv, was alle oder manche zumindest sagen, kein Fake. Punkt. Ja, für mich war es halt eigentlich recht neutral. Also es gab ein paar Momente, zwei, drei Momente, da ist mir schon ein bisschen die Flatter gegangen. Aber ansonsten bin ich jetzt einfach mal auf die Auswertung gespannt, ob die mehr hergibt als jetzt das Live hier. Ich war auch eigentlich ganz neutral, also war eigentlich ganz komisch auch, weil neutral sein kenne ich jetzt so nicht. Also bis jetzt war es bei den vorigen Untersuchungen nicht so gewesen. Aber das soll nichts heißen. Ich bin auch gespannt auf die Auswertung und ja. Ja, es war auf jeden Fall arschkalt. Oh ja. Ja. Ja gut, wie die Mädels schon gesagt haben, es war relativ neutral. Ab und an gab es mal einen kleinen Moment, wo man zusammengezuckt ist. Mal schauen, was noch kommt. So, und jetzt kommt der alte Mann nochmal ins Bild und sagt, Leute, bleibt Para-Ink, bleibt Neongrün, wir sehen uns definitiv wieder bei Episode 3. Dann sind wir bei Frank zu Gast. Und dann geht's definitiv zu einer Location, die es auch nochmal richtig böse in den Knochen hat. Und dann geht's nicht mehr outdoor, sondern schön rein ins Häuschen. Ja, jetzt habe ich schon so viel verraten, aber riesengroße Location. Es wird richtig geil werden, Leute. Bleibt dabei. Hört nicht auf das Geschwätz von irgendwelchen Leuten, die einfach nur zu heiß gebadet haben oder sich ihr Gehirn beim Friseur nachschneiden lassen. Bei uns ist alles echt. Wir sind so, wie wir sind. Hasst uns, liebt uns. Hättet uns. Hauptsache ihr bleibt Parenk und Neongrün. Also Leute, haut rein, wir fahren nach Hause. Ciao, ciao. So, meine neongrünen Freunde. 2,5 Stunden Parenk Episode neigen sich dem Ende zu. Und was bleibt? Das Fazit. Der Wirkengel bekommt von mir 5 neongrüne Sterne auf meiner Paraskala. Ein echt fieser Ort. Und wenn du ihn nicht respektierst, kann er dir richtig wehtun. Wir als Team raten noch ganz klar davon ab, dort abends hinzufahren, um selber irgendwie was zu starten oder irgendwelche Dämonen oder Geister zu rufen, weil Leute, dort gibt es definitiv paranormale Aktivität. Und ihr seid keine Profis. Ich möchte nur ungern den Klugscheißer raushängen lassen. Ich möchte aber noch weniger im Internet lesen müssen, dass sich dort irgendjemand schwer verletzt hat, runtergefallen ist, sich das Genick gebrochen hat. Und wenn es geht, meidet diesen Ort. Wir besuchen diese Orte für euch, um euch zu zeigen, was dort passiert. Ihr müsst euch nicht in Gefahr bringen. Unsere Ergebnisse sprechen auch eine eindeutige Sprache. Wir haben wirklich zu jedem Thema etwas herausgefunden. Sei es Anna, sei es der Jogger oder sei es dieser kleine Betonbunker, der als Hotspot gehandelt wird. Was es mit dem Fuchs auf sich hat, bleibt bis zum Schluss ein Rätsel. An unsere Kritiker und Hater kann ich nur sagen, nein, wir haben ihn selber nicht reingelegt und sind die Füchse gerade ausgegangen. Nein, Spaß beiseite, extrem krasses Teil, man kann es ganz einfach nicht beschreiben oder irgendwie logisch erklären. Zum Ende hin würde ich mich ganz gerne bei unserem Gastermittler Frank bedanken. Du hast wirklich super mitgemacht und warst für uns eine klasse Verstärkung an diesem Abend gewesen, der wirklich einiges an Nerven gefordert hat, aber das weißt du sicherlich am besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Du weißt, was ich meine. Ja, und zu dem Rest unseres Teams kann ich nur sagen, Leute, Daumen hoch. Ihr habt es so geil gerockt. Es war so kalt gewesen. Die Leute können sich schon nicht mal annähernd vorstellen, was diese ganzen Stunden uns dort an Energie gekostet haben. Also ich ziehe wirklich meinen Hut, ihr habt alle saugeil mitgearbeitet. Und gerade am Ende fand ich es toll, dass ihr mich so aufgefangen habt und euch auch Sorgen gemacht habt und natürlich auch das, was ich gesagt habe, ernst genommen habt. Das macht ein gutes Team aus und genau aus diesem Grund zählen wir zu den Besten. Mein Name ist Marc von Para-Ink und ja, ich würde wieder alleine dort hinten reinlaufen, weil wer Angst hat, verliert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Der erste wie immer für die Haters. Den zweiten für die nächsten Haters. Ja. Para-Inc. Ich schwöre auf alles, die Stimme dieser Para-Inc. Para-Inc! Ich wecke Geister mit Geräuschen. Echo-Box, Spirit-Box. Noch vor einem Jahr waren wir oberkrasse Underdogs. Was? Es gibt gar keine Geister, was laberst du? P zu dem I, bring dir Real-Time EVP. Ich hab nen Schatten als Begleiter, schwarz ist die Nacht. Fürchte weder Tod noch Teufel, weil Gott über mich wacht. Ich wurde ausgelacht, weggedisst, ausgegrenzt. Doch mein Wille war zu stark, abgeblockt, ausgebremst. Es ist mein Leben, meine Wahl. Ich spreche lieber mit den Toten, Alter, das ist meine Wahl. Das ist paranormal, phänomenal. Ein Geisterjäger, der rappen kann, Digga, das ist abnormal. Ich bin stolz drauf, grün ist mein Blut. Ghost Hunter, Rockstar, ich bin nicht wie du. Klar bin ich anders und das ist doch gut so. Nachts jag ich Geister, Alter, was machst du so? Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, eine Entität. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kampf mit den Dämonen, Final Destination. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, deine Entität. Immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird. Para-Inc!